es wird doch immer wieder das Klischee von unten und oben als eine Art von Schubladisierung verwendet. Und wir kommen eigentlich aus dem Klischeebereich unten, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Gerade gestern hörte ich, sicher nicht abwertend gemeint, ich war ja schon öfter bei euch unten. Und damit bin ich auch schon beim K&K und in St. Johann im Rosental schon Dianjvirozhu und auf dem Land unten, dort unten. Wir haben auch etwas, ich glaube, alle kennen das K&K nicht, wir haben einfach ein paar Bilder mitgebracht, damit sie sehen, wo das ist und was halt ein bisschen dort passiert. St. Johann im Rosental, Dianjvirozhu 33, hier entstand aus der alten Volksschule 1995 ein Kulturzentrum, das K&K, Kulturne in Kommunikatsiski Center. Die inhaltliche Bedeutung dieses Zentrums liegt vor allem auch in der Begegnung, in der Kommunikation, in kulturellem Austausch und kultureller Vielfalt. Die Förderung von aktiver Beteiligung der Bevölkerung am kulturellen Geschehen ist uns ein besonderes Anliegen. Im K&K ist kulturelles Leben, also Leben nachhaltig und dauerhaft und auch kulturelles Erleben, also punktuell oder Events möglich. Und dabei versuchen wir, divergierende Interessen auszubalancieren und dafür zu sorgen, dass die verschiedenen kulturellen Ausdrucksformen toleriert, ja, respektiert werden. In unserer Arbeit spielt der Aspekt der Zweisprachigkeit eine bedeutende Rolle. Dabei wurde und wird bezogen auf die Sprachensituation in Kärnten ein besonderer Auftrag erfüllt. Wir betrachten die Kultur der Kärntner Slowenen und Sloweninnen als einen selbstverständlichen Bestandteil aller Kulturbereiche in Kärnten. Die Gleichwertigkeit der slowenischen Sprache ist ein unabdingbarer Teil von zweisprachiger Regionalkultur, auch Regionalpolitik sollte es sein. Und in dieser Hinsicht erfüllt das K&K bedeutende Aufgaben und entwickelt sich sozusagen zum Kompensationsfaktor für sprachliche Verluste in öffentlichen Räumen. Bei uns ist Zweisprachigkeit lebendig, erlebbar und alltäglich. Die Vielfalt in der Programmatik des K&K lässt sich in drei verschiedenen aufeinanderbezogenen und miteinander verknüpften Inhalten festmachen, also Kulturarbeit, kulturelle Angebote und kulturelle Vermittlung. Dabei zeigt ein Blick auf die Entwicklungstendenzen im ländlichen Raum, vor allem auch in den letzten Jahrzehnten, etliche Grenzen und Schattenwinkel auf. Eben die Enge der politischen und kulturellen Denkhorizonte in den politischen Verwaltungen auf Gemeinde- und Landesebene, die zu lange sehr restriktiv nur auf die konventionellen Kulturformen der Kultur- und Heimatvereine setzende finanzielle Förderung und die Nicht-Akzeptanz von innovativen soziokulturellen Ansätzen und Projekten sowie deren Ausschluss aus einer speziellen Förderung. Und hier fordern wir einen Paradigmenwechsel im Denken und Handeln von Landes- und Kommunalpolitik. Im K&K bemühen wir uns mit einem vielfältigen Programm, das sich kritisch, selbstkritisch mit Fragen der Vergangenheitsbewältigung, der politischen Kultur und mit Fragen der Wertschätzung der Zweisprachigkeit auseinandersetzt, dem Alternativen entgegenzuhalten. Also es ging und geht immer um neue Impulse zu einer ideologiekritischen Aufarbeitung von Kärntner Geschichte. Da haben wir, ja, als Beispiel könnte ich nur unseren Beitrag zur Industriegeschichte des Rosentals mit dem Titel Game Over nennen. Es geht um die kritische Betrachtung gesellschaftspolitischer Prozesse in Österreich und Europa und auch weltweit. Als Beispiel weltweit, wir hatten gestern einen Vortrag angesetzt oder angekündigt gehabt über die Situation von syrischen Flüchtlingen in der Türkei, in der
Südosttürkei. Vor 2 Tagen haben wir erfahren, dass der Universitätsprofessor, der den Sedat Benneke, ja, dass er den die Türkei nicht verlassen darf, mussten wir kurzfristig absagen. Also auch mit solchen Themen beschäftigen wir uns im K&K. Und nun zurück zu den Räumlichkeiten des K&K, in welchen die verschiedensten Formen, kulturellen Ausdrucksmöglichkeiten Raum finden. Also da haben wir die Traditions- und die Vereinskultur, vor allem des slowenischen Kulturvereines Srpska Šentjanž, ein umfangreiches Bildungsprogramm, Sprachkurse, Referate, Filme, Ausstellungen, Gedenkwanderungen, Diskussionen. Ja, dann haben wir Veranstaltungen, Events, Open-Air-Konzerte, Tamburica-Festival, Ausstellungen, künstlerische Ausstellungen, soziokulturelle Ausstellungen und Theater. Einer der Grundpfeiler der Aktivitäten im K&K ist das überaus rege Theaterschaffen. Seit dem Jahre 2001 gibt es ein Theaterabonnement unter dem Titel Pogledle, den Blick weiten, mit Gastspielen renommierter, professioneller Theaterhäuser aus Slowenien und Eigenproduktionen. Die Grundidee hinter diesem Konzept war, dem drohenden Verschwinden der slowenischen Sprache in Kärnten entgegentreten zu wollen, indem man dem Publikum ein qualitativ hochwertiges Kulturangebot bietet und damit die Wertschätzung für das Slowenische anhebt. So wurde das K&K in den letzten 18 Jahren zum Schauplatz für Stücke international renommierter Autorinnen und Autoren, wie zum Beispiel Jasmin Reza, Dario Fo, Peter Handke, aber auch slowenischer Dramatiker und Dramatikerinnen Vinko Möderndorfer, Ewald Fließer, Meyer Hadalab und anderen. Interpretiert von den besten Schauspielerinnen und Schauspielern Sloweniens, aber auch Produktionen aus der freien Szene Sloweniens. Im Zuge dieses Abonnements für Erwachsene entstand auch ein Kindertheater-Abo mit dem Titel Kakajček mit jährlich 7 Aufführungen. Das heißt, neben sogenannten institutionell angesiedelten Bereichen des Theaters, hier meine ich eben jetzt das slowenische Theaterabonnement, gibt es in den letzten Jahrzehnten im Bereich der freien Theaterszene im K&K, nicht nur im K&K, unter den Kärntner Sloweninnen, eine Entwicklung, die neue Wege in Richtung einer modernen, kritischen, international und interkulturell orientierten Kulturarbeit sucht. Sowohl inhaltlich, in der Darstellung, professionell und zweisprachig. Mit Eigenproduktionen des slowenischen Kulturverbandes, des Slovensko prosvetno društvo Šentjanž und anderen engagierten Kulturvereinen in der Region, slowenischer Kulturverein Bilka aus Ludmansdorf, slowenischer Kulturverein Sarja aus Eisenkappel, Železna Kapla, dann slowenischer Kulturverein Rož aus St. Jakob im Rosental, slowenischer Kulturverein Šmihev aus St. Michael, dann slowenischer Kulturverein Planina aus Sele, aber auch vor allem mit engagierten und kreativen Personen gelingt es uns, eben einen Weg aus folklorisierter Volksgruppenkultur zu finden und sich neuen Formen und Inhalten von Kulturproduktionen zu öffnen. Und beispielgebend gerade für diese Entwicklung wird Ihnen nun Martin Moschitz als engagiertes Mitglied, Vorstandsmitglied des slowenischen Kulturvereines Srpska Šentjanž, ein Mann, der für das Theater brennt, dies am Beispiel des Theater Šentjanž vorstellen. Ja, im Sinne des Symposiums ist das Theater Šentjanž St. Johann ein wunderbares Beispiel für Synergie. Es hat den Sitz im K&K-Zentrum, ist Teil des slowenischen Kulturvereines St. Johann Šentjanž, sucht die Zusammenarbeit mit den Kulturvereinen in ganz Kärnten, ist schon Jahrzehnte mit dem Theaterland Steiermark verbunden und
viele Mitarbeiter, professionelle Mitarbeiter kommen aus Slowenien. Aber erlauben Sie mir, auf einige Probleme hinzuweisen. Wie schon vorgestellt, ich bin Martin Moschitz, bin 46 Jahre alt und leite das Theater Schönthein St. Johann jetzt schon circa 25 Jahre. Also bald nach der Eröffnung des K&K begannen wir mit Kinder- und Jugendstücken die St. Johanner Theaterarbeit. In diesen Jahren kamen zahlreiche Aufführungen auf die K&K-Bühne, die innovativ und vor allem gesellschaftskritisch orientiert sind. Vor allem viele davon waren Theatererlebnisse, die im In- und Ausland ausgezeichnet wurden. Ich möchte hier nur einige wenige anführen. Zum Beispiel bekamen wir Auszeichnungen bei Festivals in Slowenien, wie zum Beispiel Visie und Transgeneratie. Dann wurden wir eingeladen zu Festivals in Italien und Spanien und sogar nach Tunesien wurden wir eingeladen. Auch in Österreich haben wir teilgenommen an Festivals und da ist vor allem bei den die Mitarbeit mit dem Theaterland Steiermark sehr rege und auch in Wien waren wir auf der Burg eingeladen zweimal. Um sich einem breiteren Publikum zu öffnen, werden die Stücke schon seit Jahren konsequent zweisprachig, Deutsch und Slowenisch, durchgeführt. Das Repertoire reicht also von Kindertheater über Jugendtheater bis hin zu Theaterstücken, die mit den nun schon erwachsenen Spielerinnen und Spielern. Seit einigen Jahren produzieren wir Aufführungen mit ausgebildeten Schauspielerinnen und Schauspielern. Und diesen Weg wollen wir weiter verfolgen und uns in der freien Theaterszene mit Uraufführungen und Autorinnen-Theater positionieren. Dabei gilt es, einen langen Atem zu haben, um kärntenweit und darüber hinaus erkennbar zu werden. Im Jahre 2016 ergab sich die Möglichkeit einer Koproduktion mit dem Theaterland Steiermark und die Uraufführung des Stückes Se Enost, Ali Goldfisch zum Mitnehmen, war beim Festival der Uraufführungen in Oberzeiring eingeladen. Auch im heurigen Herbst findet die nächste Premiere in Oberzeiring statt. Dabei möchte ich kritisch anmerken, dass wir bei dieser Theaterarbeit immer wieder die Erfahrung machen, dass es schwierig ist, sowohl Medien als auch das Publikum in einen 20 Kilometer von Klagenfurt entfernten Ort zu bewegen. Auch nach 25-jähriger innovativer Theaterarbeit werden wir noch immer nicht sozusagen als institutionelles Theater der freien Szene erkannt und anerkannt. Das Theater Schönthein St. Johann nimmt in der Theaterszene der Kärntner Slowenen einen besonderen Stellenwert schon ein, da wir uns bemühen, kulturelle und sprachliche Grenzen beider Volksgruppen zu überbrücken. Abschließend möchte ich mit den Worten des Goethe-Instituts: Man spricht in fremden Sprachen, das Theater wird europäischer. Auch in diesem Sinne werden wir synergetischer.